So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren mega spannenden Match bei Inazuma 11 Ultimate. Wieder back bei der ersten Tour hier bei Steve Grimace. Normalerweise sind wir noch bei Yobunobu irgendwas, ich vergesse immer seinen Vor- oder Nachnamen. Aber da habe ich immer noch ein bisschen leicht Probleme, das letzte Match mit Rang S zu schaffen, also das letzte, was wir gesehen haben. Das Beste war bisher echt 4:0, denn es ist schon ein bisschen leicht schwierig, habe auch krass trainiert. Mir ist mittlerweile auf Teamlevel 78. Man schafft es trotzdem nicht, die 55er mit Rang S zu besiegen, was schon ein bisschen leicht peinlich ist, aber die sind echt ganz schön stark. Deshalb dachte ich mir, okay, bis ich die geschafft habe, machen wir einfach hier weiter, denn ich habe glücklicherweise beide Amateur-Tickets schon, muss ich extra holen. Von dem her können wir erstmal das hier machen und dann den letzten mit Rang S besiegen und dann den Goldschlüssel holen und dann die Goldkiste öffnen und dann die ganzen restlichen Tickets einsammeln, was noch ein leichtes Geraffel sein wird. Aber bis dahin können wir weitermachen hier bei der Amateur-Tour, denn wie gesagt, wir haben glücklicherweise schon die beiden, wo haben wir sie? Bei den Amateur-Tour-Tickets. Die können wir schon einsetzen, deshalb machen wir einfach hier bei der Tour weiter. Ah ja, und by the way noch ganz kurz eine kleine Information. Ich werde wahrscheinlich jetzt die nächsten, wenn alles gut läuft, die nächsten 12 Matches, die restliche Tour, immer dieselben Klamotten anhaben, denn ich versuche mal wieder eine lange Session zu machen. Und deshalb dachte ich mir, ziehe ich mich persönlich frisch an und vielleicht nimmt noch etwas modisch passendes, vielleicht das Raimund-Trikot, das ist ähnlich gelb. Eigentlich sind zwei war das. Genau, müsste das hier sein. Genau, also nicht wundern, ich habe mehr als einen Pulli, deshalb nicht wundern, dass ich jetzt ab und zu mal etwas länger was anhabe, wenn ich die ganzen 12 Matches durchhalte. Denn wie bei Steve Arenas Tour müssten wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, genau, 12 Matches an der Zahl. Denn meisten haben 15, ein paar haben 16, eins hat sogar 18 Matches, also sind schon ganz lange Touren. Und da wir schon 3 geschafft haben, haben wir noch 12 offen, was bei einer ungefähren Videolänge von 30 Minuten pro Match 6 Stunden sind. Und die werden ziemlich hart, aber ich ziehe sie durch. Und ich würde sagen, wir beginnen dann mal mit der linken Tour. Also verwenden wir mal Amateur-Ticket Nummer Uno. Lösen es ein. Zack. Und kommen weiter bei Ivy Selected. Aber vorerst holen wir uns das hier noch ab. Den Luftikus. Haben wir es auch richtig verdient. Das war so schwere Arbeit. So, die geile Technik von Ariel haben wir jetzt auch in TUS. Sehr schön. Und weiter geht's, wie gesagt, mit Ivy Selective, einer Leichtmannschaft mit Team Level 9. Gegen die wir sehr gerne antreten. Mit eigenem Team Nummer 2 mit Raimund Trikots. Sehr schön. Spielen alleine. Und legen gleich mal los. Ultimate vs. Ivy Selective mit 9. Bin doch ein bisschen zu sampled. Ich habe extra geguckt, dass ich ein bisschen weiter mittig bin, denn sonst bin ich meistens irgendwo hier so am Rand, wo hier alles schön frei ist. Und jetzt hopp, macht er sich einfach mal so fett. Aber egal. So. Bin ich gut im Bild? Ich denke, ich hoffe schon. So, das ist unsere Mannschaft, die kennen wir schon. Und hier der Gegner. Die Originalmannschaft Ivy Selected. Hier natürlich ganz kurz durchgehen. Aufstellung Blaubart, das ist glaube ich auch die von denen. Genau, die Formation von Ivy Selected. So, Joshua Bleak. Kleiner Poet, der diese Neigung auf dem Platz zum Glück nicht nachgeht. Warum? Poet zu scheinen ist doch cool. Hayden Worrell. Bester Stürmer von Ivy Selected. Neigt allerdings zu Wutausbrüchen. Aber das ist kein Problem. Da kenne ich mehrere.
Pen Minim hat eine schöne Handschrift auf dem Papier, wie auf den Rasen. Sind das so poetische Literaturleute? Kann leicht sein. Neigt dazu, Sean Bonds, richtiger Bonze, neigt dazu, sich bei Liebeskummer die Haare radikal kurz zu schneiden. Ah ja, deshalb hat er so eine lange Mähne. Die Lockdown-Frisur, sagt man heutzutage dazu. Francis Tufnot. Hinter seinen femininen Aussehen verbirgt sich ein brettharter Kerl. Brooke Bolt. Neigt zu überschwänglichen Liebesspüren. Bekommt oft eine Abfuhr. Okay, die haben also Emotionsausbrüche verschiedener Art. Und haben eine poetische Ader, okay. Pike Pollack, der Sohn eines Fisches, befördert fast jeden Netz ins Ball. Martin Blendo, sein Verhalten ist so unscheinbar, dass niemand aus dem Schlau wird. Ich bin gleich 0815. Keen Gardner hat einen grünen Daumen und eine besondere Schwäche für Wildblumen. Ah, klingt interessant. Dann Tyrion Purple. Seine Familie besitzt ein Kleidungsgeschäft, färbt seine Trikots selbst, wahrscheinlich in Purple oder Deep Purple, in Tief Lila, oder heißt Deep Purple, Tief Lila, Dunkel Lila, irgendwie so. Clem Addish liebt Regenwetter, besonders wenn keine Besserung in Sicht ist. Okay, der ist ja sehr positiv eingeschleppt fürs Leben. Und auf der Satzbank haben wir auch noch ein paar People rumsitzen, kein Trainer. Aber dafür haben wir unter anderem Matt Dura. Der riesige Torwart von Ivy Selective wird oft für ihren Trainer gehalten. Er sieht ein bisschen leichter noch aus, von der Größe her. Obwohl ja eins. Nixon Earl Knight. Ivy Selectives beste Stratege, der jedoch bis in die Puppen schläft. Der frühe Nacht. Vogel. Jack Balance, Hobby-Esoteriker, glaubt, dass alles vom Schicksal her bestimmt ist. Auch saugeile Frisur, Yin und Yang-Style. Skylar Lepton, dank seiner Kopfballstärke ist als wahrer Torwart-Schreck bekannt. Und zu guter Letzt haben wir noch Tarquin of Hearts, das komplette Gegenteil von Roll, agiert stets ruhig und vernünftig. Revolver, einer der oberen hier. Hayden, der beste Stürmer. Und hier der zweitbeste Stürmer. Okay, sehr interessant. Aber wo Trainer wollte ich auch noch sagen. Ich habe bei einem der Mannschaften bei der anderen Tour von Yoshinobu, habe ich bei einem der Matches, als ich das Match nochmal gespielt habe, als Trainer Paar bekommen. Den Flugdinosaurier von der Steinzeit. Also by the way, wir haben einen neuen Trainer freigeschaltet. Ganz wilde Nummer. So, aber jetzt würden wir sagen, legen wir mal ganz schnell los. Let's go! Ich denke mal, das wird jetzt nicht zu schwierig. Ich bin gespannt, ob die überhaupt Kampfgeister und so einsetzen und Mixe Maxis. I doubt it, aber gucken wir mal. Links. Boom. Und mit Schwung. Ein Fortissimo. Brrrr. Ab dafür! Hand gebrochen und bam! 1:0. Tor! Geschafft! Bam, bam, bam! Sehr schön. In 3 Minuten ein Tor. Läuft. Nein. Nächstes Mal halte ich aber. Wart's nur ab. Grande. Sushis Mantore. Ah, saugeile Frisur. Also eher. Und auch ich merke ich gerade. Also hier das hintere. Also ich muss schon sagen, ich bin nicht einer der
sofort zum Friseurin, was einigermaßen lang ist. Aber jetzt in Lockdown-Zeiten geht sie nicht anders. Wird schon gern wieder gehen. Langsam werden hinten schon ein klein bisschen dick. Bin ich jetzt eher weniger der Fan von. Oh, dann Fernschuss drauf. Hat zum Nacken Fernschuss. Maschine. Ah, Dimensionstor, okay. Versuchen wir es mal. So eine lange Distanz, aber vielleicht klappt es ja. Jo, klappt. Bam. 2 zu 0. Very nice. Wenn wahrscheinlich ein Rang ist, bin ich sehr davon überzeugt. Den nächsten halte ich aber, what's up? Hahaha. Habt ihr das gesehen? Das war der absolute Knaller. Das war der Knüller. Gebrannt, gebohrt und Ball abgeluchst. Ab zu Faye. War das? Nee, es war nicht bei Faye. Nee, es war bei meinem Verteidiger. Bei meinen. Hoppala, das war's. Zählt leider als Torschuss. Das ist nicht ganz so schön für die Statistik. Egal. So hieß er, genau, bei Soar. Bei Soars Welt gab es den Dinosaurier-Paar. Bei dem unter anderem auch eine. Jupp, du Donnerkell. Unter anderem auch eine weitere Tour hier gibt. Wie gesagt, habe ich jetzt als Trainer. Jawohl. 3 zu 0. Die Menge tobt und ist begeistert. Nein, den nächsten halte ich aber. Ha. Too easy, boy. Too easy. Wenn es nur immer so schön gehen würde. Ich glaube, das war bei Protocol Omega, glaube ich, dieses harte Match. Das ich immer noch nicht geäst habe. Aber schaffen wir auch noch. Kein Dingfinking. Hoppala. Alles gut. Bleib mal dran. Akrobaten-Twist. Hat auch einen Fernschuss drauf. Mashallah. Extra Fusion. Das hält sogar einen Kettenschuss. Und hat Evan eine Kettenschusstechnik? Eine K-Technik, jo. Schalmarschock mit K plus ZX. Ah, steht so winzig klein drauf. Mit keine Mini-Pixel. Plus 2X-Kette. War noch ein bisschen drauf. Ah, fast eine Dreieckkette mit. In unserem Maestro. Aber so geht's auch. Diese Dance Moves. Ganz wild. 4 zu 0. Läuft. Der nächste halte ich aber, wart's nur ab. Haha, ich hab's geschafft. Es ist erst eine Viertelte. Sagt man da eine Viertelzeit? Halbzeit von der Halbzeit? Erst eine halbe Halbzeit vorbei und schon 4 zu 0. Was ist da los? Gehen wir es mal ein bisschen chilliger an. Vertrache. Easy. Und Schattenschlag. Wahrscheinlich. 5 zu 0. Geh mal stark davon aus. Der hält ja gar nichts.
Ja gut, 70 oder fast 70 Zünder Unterschied. Ist schon eine Ansage. Aber alle werden zerstört. Auch die Kleinen. Ah, war fast schon zu einfach. Ich könnte da mal ein 10 zu 0 versuchen. Könnte ich machen. Wäre interessantes Experiment. Moment, was braucht das Beilung dafür? Für einen Schuss drauf? Wäre mir jetzt interessant. Erstmal das. Den Rasengan-Schuss. Was hatten wir drauf? Ah, Sternensurfer. Nice. Auch richtig schön. Der kommt nicht weiter als 55. Tor! Geschafft! 6 zu 0. Nein, nächstes Mal halte ich aber. Warte nur ab. Hahaha. Wir spielen in einer ganz anderen Liga. In der Pokémon-Liga. Nee, das ist etwas zu anders. Ich fange schon ein bisschen das Schwächeln an. Nach und nach. Aber ich bin immer noch guter Dinge. Und gut am Ball, wie man sieht. Am Ball wie ein Ballmeister. Hier, Luftikus. Frisch gekriegt, hier das Original. Mega cool. Wo sie auch diese geile Technik habt, diesen nicht Ziegenkuss. Wie ist das? Das ist auch Luftikus, wo er allerdings Aaron so eine Ziege hat. Und eine Ziege mit derselben Bewegung aus der Schussbahn von dem Ball raus manövriert. Ist eine Szene aus dem Inazuma Eleven Go Film. Ich glaube, das ist eher bei gute Technik. Weiß gar nicht. Aber egal. 7 zu 0. Wahnsinn. 7 Schüsse, 7 Tore in der ersten Halbzeit. Das kann man mal machen. Nein, nichts halte ich aber. Warte nur ab. Hahaha. Hat das gesehen? Der absolute Knaller. Ich glaube, der war schon beim Go-Film. Gott, wie hieß das nochmal? Also ich weiß nicht, im Original heißt der auf Japanisch Soyokase Steppu. Und da war es irgendwas mit einem Yagi Steppu, glaube ich. Auf jeden Fall irgendeine Technik, wo es eine Ziege hat. Ganz wild. Trotzdem, Halbzeit Nummer 1 ist überstanden. Knapp, aber 7 zu 0. Das können wir sicher noch umreißen. Ha, genau. Ja, so viel Spaß. So, absoluter Ehrenmann. Nee, hat sogar gepasst. Also war der eine Schuss kein richtiger Torschuss. Ah, interessant. Boah, 86%. Und keine gegnerische Technik, das ist schon. Das ist Dominanz. Aber wenn sie besser sein würden, wäre es anders. Aber naja. Wie gesagt, wir machen es alle platt, egal ob groß oder winzig klein. Aber die Kleinen kann man ein bisschen besser zerquetschen, also machen wir das. Ja, er schreit schon. Es kommen die ganzen Fernschüsse raus, nochmal extra Fusion. Bis einer nicht reingeht. Der kommt nicht über 55 raus, ich weiß nicht, was er hat. Wahrscheinlich echt sein körperliches Limit. Ja, 8 zu 0. Ich glaube, ein 10 zu 0 hatten wir sogar schon mal. Hahaha.
Ryoma Nishiki steht zu Diensten. Glaub, das hatten wir echt schon mal. Ich weiß nicht, bei welchem Match, auch bei einem relativ einfachen. Also bei einem vergleichsbaren Match. So, ah, da ist doch falsch. Jetzt haben wir so eine 50-50 Chance. Ob hier oder da oder hier oder da. Aber das Glück ist mit den Dummen und die Dummen sind gut. Moment. Nicht schießen. Aus. Böse, böse. Stempel-Stempfer. Auch lange nicht mehr gesehen. Bup. Hierher sehr gerne. Und Schattenschlag. Musst du kurz hüsteln. Bam. 9 zu 0. Absolute Weltklasse. Wahnsinn. Machen wir das Dutzend voll. Den nächsten halte ich aber. Ha, fast schon zu einfach. Das ist doch nicht normal. Das ist doch... Ah, ich weiß auch nicht. Wollen wir es auch nicht. Ne, er weiß es. Puh. Er muckt ein bisschen auf. Geht aber gar nichts. So. Verdient. Hingelegt. Na, 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 na. Purple Rain, Purple Rain, Purple Flicken. Und danach versuch's mit einem saftigen Schuss. Jawoll! Bam! 10 zu 0. Ja, super! Jetzt habe ich dafür mehr Platz hier auch, weil ich meine Kamera ein bisschen weiter nach links geschoben habe, habe ich da ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum, auch um auf ein paar Sachen zu zeigen oder um in ein paar Nasen zu bohren. Nee, aber komme ich nicht hoch. Hahaha, habt das gesehen? Der absolute Knaller. So, weiter geht's. Weiter geht's um den elften Rennen zu donnern. Kritisch, okay. Jetzt schwächen wir schon langsam. Na. Ah. Stumper. Einmal. 647. Maschine. So, knapp, aber noch geschafft. Mondsalto. Zu 0. Das war super. Kann ich zu rennen? Ist ja 0815 Anime Run. Ja, so wird das gemacht. Und er kann den Ball immer noch nicht halten, selbst beim 11. Mal. Einfach mal sagen, wir machen das Dutzend voll. Oder die Bilder 13, je nachdem. Mal gucken. Sieht es bei Ricardo aus? Na, geht noch. Er kann noch abziehen. Kann noch gut schießen. Mal gucken. Ah, kann knapp werden. Wir sind noch über 70, also geht der safe rein. 12 zu 0. Ich kann das nicht so. Jetzt wäre es so, oder? Ich weiß nicht. Grande, so schießt man zu Re. Egal, ich rock auch so.
mit den unfassbaren 12. Tor. Wahnsinn. Oh, der ist so am Sweaten. Der hat noch ein KP übrig. KP steht für kein Pock, ne? Aber den gönnen wir uns noch. So, mit dem Überschwung. Na. Ah. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Schafft es noch das 13. Tor? Oder versagt er jämmerlich? Nein. Der geht rein. Reiz. 13:0. Wahnsinn. Oder? Ja, 13. Ach, machen wir 14 raus. So eine unschuldig ungerade Zahl. Mag ich nicht. Ich mag an sich echt keine ungeraden Zahlen. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie so ein ganz komisches Feeling. Also machen wir das einfach schnell. Mit Sternensurfer. Oh. Und ganz hinten nach ganz vorne. Müsste locker reichen. 242. Weil er, wenn keiner blockt und der Torwart sich denkt, kann man. 14:0. Wahnsinn. Es gibt noch einer. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Wir spielen in einer ganz anderen Liga. Wie gesagt, wir spielen in der Master Liga. Ja, eine geht noch. Habe ich gehört. 15:0. Unfassbar. Das ist echt mein Rekord. Wahnsinn. Unfassbar. Das ist aber gut, jetzt pfeift er endlich ab. Das 15:0. Den nächsten halte ich aber, weil der muss so unmotiviert sein. So, egal. Er hat schon abgepfiffen. Also fällt nochmal ab und beende diese wunderschöne Tragödie in zwei Akten. 15:0. Läuft. Backup, aber läuft. Zumindest für den Gegner. Genießen Sieg. Noch ein Witz wollte ich nämlich nicht geben. Gewonnen. Sonnenschein für alle. Ah, Goldilocks Sonnenschein. Boah. 15 Torschüsse, 15 Tore, 22 Techniken. Beim Gegner einfach bei beide 0. 14% Ballbesitz. Ich glaube, die haben nur zwei Zweikämpfe gewonnen. Und sonst nur, als sie ihn ganz kurz hatten. Absolut dominiert. Na gut, fast 70 Zimmer Unterschied. Ist eine Ansage. Krasse Items. Ivy Selective Wappen, Ivy Selective Trikot und unbekannter Setzling. Müsste ein Abwerbe-Item sein, die man auch nur einmal kriegt. Interessant. Gleich ganz guten Loot bekommen. Ein paar Erfahrungspunkte. Also einige, 208. Ein bisschen Money, ein bisschen Elan. Das ist doch wunderbar. So, und wir sind tatsächlich wieder mal auf eine halbe Stunde gekommen. Das ist traurig. So, aber wer ist denn der nächste traurige Gegner? Es sind die Kriegerinnen, die Fußball-Amazonen. Ah, bei der Welt was hier grün, aber nicht hinter den Ohren. Ganz vergessen, die haben jetzt immer so einen komischen Spruch drüber. Die Nachwuchstruppen der Raimon auf dem Weg zu Ruhm und Ehre. Und da hatten wir, also nicht Protokoll Omega. Oder was bei Yoshinobu nicht auch Protokoll Omega? Zeitagenten im Urlaubsparadies. Völlig übersehen, dieser kleine Untertitel. Ganz witzig.
Da haben wir gesagt, beim nächsten Mal die Fußball-Amazon bei den Kriegerinnen. Das sind Level 12, Raimund Trainingsplatz. Das wird sehr interessant. Und dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal wahrscheinlich weiter, so siegreich weiter. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit diesem Mal bei Inner Summer Level Ultimate bei der Tour von Steve Grime mit unfassbaren 15 zu 0. Wahnsinn. Ich denke mal, das breche ich nicht so leicht, aber das ist schon mal mein höchster Sieg bisher hier bei Ultimate. Höchstwahrscheinlich. Also ich weiß, ich hatte mal 12 zu 0, aber 15 zu 0 war jetzt schon krass. Aber gut, dann würde man sagen, das war's wie gesagt für dieses Mal von Inner Summer Level Ultimate und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir gegen die Fußball-Amazonen die Kriegerinnen kämpfen. Also, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, ich habe nie was Rundes, das ist so traurig. Immer schön am kleinen, runden Ball bleiben. Bis dann. Ciao.